Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir müssen heute ein bisschen was weitermachen. Wir müssen nämlich schauen, was wir noch machen. Ich überlege gerade, ob ich mir den Polestar hole hier. Ja, doch. Nee, warte mal, das sind 32.000. Nee. Das ist zu viel. Ich brauche ein Event eigentlich, um ein bisschen Kleingeld zu machen. Going up. Das sind auch hier wieder so viel. Das ist auch wieder 12.000. Für ein Lotus Exige. Ich überlege, ob ich das machen soll. Ob ich mir die zwei Sachen hier holen soll. Ich überlege, ob ich das machen soll. Wisst ihr was? Wir machen es. Wir können ja... Wir holen jetzt für 12.000. Dann haben wir nämlich nur noch, haben wir noch 95. Und dann machen wir die 6.000. Warte mal, oder? Ja, doch. Das können wir hinkriegen. Oh Mann, ich überlege. Nee, wir fahren ein anderes Rennen. Wir werden erstmal gucken, dass wir hier den Lotus kriegen. Den hätte ich nämlich gerne. Ich bereue gerade, dass ich den Eclipse ein bisschen aufgebaut habe. Die Kohle hätte ich mir nicht mehr sparen können. Seitdem. Ah ja, nimm deine scheiß Taxi weg. Geh weg da. Ja. Also, wie gesagt, schauen wir mal, was wir machen heute. Wir müssen sowieso ein bisschen was machen, weil wir ein bisschen Kohle verdienen. Es sei denn, es kommt jetzt noch mal eine Lieferung dazwischen. Das wäre natürlich total toll, wenn da mal eine Lieferung reinkommen würde. Dann können wir nämlich die Kohle machen mit dem Auto, mit der Autolieferung. Wir müssen gucken, dass wir den Tag nämlich hier durchkriegen heute. So, Rivalen. Ja. Event. Oh. Oh, das ist ein A-Event. Das ist ein Event für meine Kleeklaps. Für mein neues Design. Also wir fahren uns jetzt, machen wir jetzt ein kleines Eventchen hier und uns mal kurz noch ein neues Auto. Ganz schön frech. Wir machen Ernst, ja? Mhm. Wow, Alter. Das Problem, dass ich natürlich jetzt extrem durch die Dunkelheit nicht die Strecke sehe. Zumindest ich so weit sehe, einsehe. Ich weiß, dass ich noch gewinne. Robi? Was? Das war jetzt mal nicht. Ja, schön, fahr am besten. Dann bring den Vorsprung erstmal über die Ziellinie. Ich kann das immer noch gewinnen.
wenn du das tust. Fuck you! Das ist doch nicht zum Kotzen! Ja, fahrt am besten alle noch an mir vorbei, ey. Dankeschön, das ist schön da drunter. Ich bin dann, ich wollte schön drüber fliegen über den Themen. Und dann, ne, das geht nicht. Tut mir leid, da musst du unbedingt dran vorbei, Ball. Da musst du dran vorbei. Das, da musst du auf mich drauf und dann umkippen und dann natürlich in den Gegenverkehr. Damit. Scheiße, Mann. Unnötig, dass die gar nicht gewinnen müssen. Diese scheiß Karren da, da ist echt. Ja, was für. Ich bin's nicht diesmal. Tschüss. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Hast du nicht gewonnen. Ah, oh, Mann, diese Drecks! Ey, langsam geht ihr mir auf den Sack, ey. Ihr wollt die ganze Zeit mich abfacken und alles drum und dran und dann, ne? Ich muss da auch nochmal mit rein. Wir müssen das Arschloch stoppen, bevor noch jemand drauf geht. Der Unterschied zwischen dir und mir? Ich hab was drauf. Der Unterschied zwischen dir und mir, du brauchst einfach nur Glück, dass ich jedes Mal die Scheiße. Keine Angst, ich hab dich gleich überrundet. Wir brauchen vielleicht Luftunterstützung. Ziel ist in der Luft. So, jetzt haben wir es eigentlich, ey. Meine Fresse. Meine Fresse. Irgendwann ist auch mal gut. Neues Auto halten. Lotus Exige S 06. Und natürlich noch ein paar Korps, aber wir müssen ja eh noch heute die Zeit ein bisschen rumkriegen. Dort fährt halt selber an die Ball. Na, dann machen wir's so. Wenn er unbedingt. Wo soll er das denn hin? Subjekt bei Douglas Park entwischt. Die kriegen wir nicht mehr. Wir sind ja fertig. So, fahren wir nochmal den Millionärs Drive. Dann können wir dann mit der nächsten Episode in die Quali gehen.
So. Dann Nummer 91. Ja, dann machen wir das doch noch. Wir könnten hier den Lotus nehmen, aber wir werden uns... wir werden uns auf jeden Fall erstmal... Gut, ich habe die Karriere gewonnen. Wir jagen uns jetzt auf den Millionaire's Drive die letzte Kohle und dann fahren wir in der nächsten Episode die letzte Qualifikation, bis wir das Grand dann angehen. Du willst wirklich gewinnen, was? Natürlich. Adieu. Jagt euch mal gegenseitig die Kohle da. Im Dunkeln ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger mit dem Rennen. Und schön in der Innenbahn an dem am Dings vorbei. Am BMW, nee, BMW ist es nicht. Das war schon fast zu einfach. Gewöhn dich lieber dran. Pass auf, LPD. Nehmen Verfolgung auf. Ne, das stimmt, hat sie recht. Ich habe ja gegen Del Rey gewettet. Die wir ja auch so lange mal nicht mal wieder sehen auf der Strecke, weil wir ja lange keine Arin mehr gefahren sind. Ich schon. Easy peasy, haben wir es dann am Ende. Jawohl. Und so, jetzt haben wir. Jetzt müssen wir gucken, ob wir kommen. Also wir sollen zurück in die Garage gehen. Weiß nicht, wie lange wir noch folgen können. Okay. Interceptor hängt sich ans Ziel. Ziel gesichtet. Setze Verfolgung fort. An alle, wir wurden gerammt. Alle Einheiten. Subjekt flieht Richtung Douglas Park. Sie können nicht weit sein. Verdächtige Person entdeckt. Jetzt kriegen wir ihn. Fuck. Den hatte ich nämlich nicht. Ich will eigentlich nur die beiden Köpfe loswerden. Sind
in uns reingefahren. Mit Absicht diesmal. Oh, wir sind hier nicht gerüstet. Straßensperre in Position. Dauernd entwischt uns dieser Racer. Wagen hat uns bei Douglas Park abgeschüttelt. Sucht weiter die Zielperson. So, die Cops sind schon mal weg. So, wir nehmen uns jetzt die Kohle mit und dann geht's in die Quali. Nein. Ich gehe ins Versteck. Selens kommt jetzt nochmal an. Bring mir noch für 100.000 Euro in der Karre. Nein, will ich aber nicht. Jetzt nicht. Und rein mit euch. Und dann haben wir es auch erledigt. So, tagsüber. Damit haben wir auch den nächsten Tag überstanden, den Freitag überstanden und so, verkaufen. Jetzt würden der. Oh, jetzt geht mir gerade auf den Sack. Jetzt hast du die Scheiße wieder. Nee, brauchen wir nicht. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Let's Play Need for Speed Unbound.